Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir spielen wieder Defense Grid. Es geht weiter. Heute mit Level 16 und 17. So, was haben wir da? Eindämmerung. Alles klar. Die Aliens haben ihre Belagerung abgebrochen und greifen ihre Heimatstadt direkt an. Sie müssen die Kerne verteidigen, um ihre Heimat zu retten. Kein Ding, das machen wir doch. Rein! Erstklassige Arbeit. Also, diese Stadt... Moment, ich habe auf ihre... Ach du heiliges Kanonenrohr. Das ist ihre Heimat? Grundgütiger. Ist das meine Heimat? Ich wusste gar nicht, dass ich in einer Art Keller wohne. Ich meine, ich hänge ja beruflich, öfter mal in so einem Keller ab, aber das... Also, was haben wir denn da? 25 Angriffswellen, ein Orbitallaser und 600 Ressourcen. 600 Credits. Was machen wir denn damit jetzt? Also, erstmal wieder systematisch vorgehen. Fluglinie. Oh, also. Die kommen jetzt. Nee, also erstmal. Von hier kommen sie. Laufen hier den Halbkreis. Oh, warte. Oh, Scheiße. Oh. Mist, tut mir leid. Also sie laufen den Halbkreis, greifen sich die Kerne und laufen dann quasi spiralförmig hier runter. Das ist ja nun krass. Also wo... Also ich überlege gerade, wie ich es mache. Also eigentlich heißt es ja auch bei wenig Kohle heißt es Gefechtstürme. Gefechtstürme. Ich überlege nur gerade. Machen wir mal einen Geschützturm. Hier. Einen dahin. Und hierhin. Jetzt überlege ich gerade. Die kommen ja hier lang. Ich kann auch das Problem ist, ich kann die Türme gar nicht so recyceln. Hier ist die einzige Stelle, wo ich die Türme recyceln kann. Also, dass sie quasi zweimal angreifen. Hier ist schwachsinnig. Hier ist schwachsinnig. Also, kommt eigentlich nur hier in Frage. Weil dann kriegen sie einmal hier einen auf den Latz. Und wenn sie wiederkommen, einen auf den Latz. Und dann laufen die halt hier runter. Ach, hier ist ja auch hier... Guck mal, von den Höhen. Das sind ja mehrere Ebenen. Wo? Ach, ich überlege gerade, wo. Salz. Hier. Müssen wir gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und in der Mitte halt muss ich mich aufbauen. Was hätten wir denn da zur Auswahl? Kanone nachher? Kommando? Rakete? Kanonen. Wahrscheinlich Kanonen, weil die halt ja vom Radius her recht groß sind. Mal gucken, was hier passiert. Wir dürfen auch nicht den Hotspot aus dem Auge lassen. Spannend. Schütztürme. Uiuiui. Nicht so geil, wa? Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Nehmen wir Kanone, weil eine Kanone kann recht weit feuern. Die laufen hier quasi mega im Kreis. Vorsicht, wir haben nicht mehr viel Energie. Ja, komm. Macht der mal nicht immer gleich ins Händchen. So, jetzt hier nochmal ein Geschützturm. Nach allem, was Sie getan haben, Ihre Freunde, Ihre Familie, wenn Sie das Verteidigungsnetz durchbrechen, nein, das hier würde ich jetzt... Ich nicht zu, nicht ja, temporal, ist die einzige Stelle, wo ich... Nein, was habe ich denn gemacht für eine Scheiße? Ach, ein Meteorgesetz, ein Blödsinn. Ja, toll, schön die Ressourcen verschwendet. So ein totaler Mist. Mann, Alter, ich wollte ein Temporal setzen, den mache ich jetzt auch. Und hier setzen wir mal gleich weiter Kanonen.
weiß nicht, ob das so aufgeht, was ich so vorhabe. Ja, super, ey. Unsere Kerne, sie stehlen sie. Ja, ja, ey, verdammt. Mann, verdammt, ey, komm weg hier, dieses Tee, das nervt. Hier muss ich aber auch gleich einen Raketenturm hinsetzen, um die Flugabwehr zu sichern. Ja, und du hier, du kannst gleich zur Hölle fahren mit dem Laser. Nee, oder? Warte mal. Wie hört der? Ich meine, der kann ja nicht viel mitnehmen, also lass mal ihn einfach mal. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir denke. Beschissen. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Kanone? 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 Ist recht gut, oder? Nee, oder? Geschützturm. Was hört denn der noch? Scheiße, der kriegt den noch Metalle, oder? Ah, den kann ich gar nicht. An der Stelle, oder was? Ist ja gemein. Geht nicht. Da unten. Verdammt. Okay, müssen wir uns mal hier konzentrieren auf, wieder aufs Upgraden. Hier unten werden wir mal ein paar Upgraden. Speicherpunkt erreicht, Leute. Also wenn wir nochmal anfangen müssen, dann haben wir zumindest eine gute Grundbasis. Hey, wo ist denn jetzt hingelaufen? Ist er schon weg? Hm? Scheiße. Körner weggetragen. Na, was soll's. So, dann werden wir jetzt mal... Läuft. Ich denke zumindest, es läuft. Also, das werde ich nicht zulassen. Das kannst du dir abschminken. Komm, 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 komm. Ja, super. Sind noch einige Kernchen da. Upgraden. So echt, der muss mal hinterher sein. Verdammt. Dieser hier beschützt seine Truppe. Verdammt, verdammt, verdammt. Läuft nicht. Viel Energie übrig. Merk schon. Wow, ein Laser. Hab's erstmal alle niedergemacht. Oben auch upgrade. Ich darf das nicht vergessen. Das wird nämlich jetzt langsam so ein bisschen minimal unübersichtlich. Mist, Mist, Mist. Die Dinger wandern hier ganz schnell im Kreis. Vorsicht, wir haben nicht mehr viel Energie. Ich merk schon. Hier unten müssen wir jetzt müssen wir hier oben stark werden. Da kommt etwas Neues. Was Neues? Ein Turtle? Hm, okay. Ein Turtle. Der Westkerl ist in der Datenbank abgelegt.
Er ist abgelegt in der Datenbank, wie eine schlechte Gewohnheit. Aber diese verdammten schlechten Angewohnheiten legen wir auch ab wie schlechte Angewohnheiten. Wir werden ihn gleich mal einen Schock verpassen. Was wollen wir denn? Diese Einheit trägt vielleicht etwas Wichtiges mit sich. Das weiß ich nicht. Das sind ja hässliche Viecher, die Turtles. Das so funktioniert, Level 16. Der Mondturm ist eigentlich auch recht unüblich, da ich das mache. Aber zeigen wir es den Biestern. Egal. Es wäre noch ganz gut, hier so einen. Das ist die falsche Position für den, wa? Ist auch nicht gut. So, jetzt hab ich den. Na dann. Let's go, 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 go. Move, 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 overhead. Hey, was ist los hier? Ich habe gesagt, upgrade. Geht nicht, 800 will der haben. Scheiß auf. Die Seeker rufen noch weitere Aliens, wenn wir sie nicht töten. Upgraden? Ja, Elysium. Ich habe das Gefühl, dass diesmal funktioniert das. Was heißt denn diesmal? Ist die erste Runde, Leute. Diesmal werde ich das Gefühl nicht los. Es funktioniert. Dass ich mal ohne Scheiße durchkomme. Was soll's? Wir müssen konzentriert bleiben. Dann schaffen wir es. Welle 17. Geht's los, jetzt kriegen wir langsam die Power, die wir brauchen. Mist, war doof, den hätte ich nicht machen. Jetzt habe ich mir selbst einen Spike geschnitten. Also man sollte natürlich dort immer upgraden, wo gerade nichts los ist. So zum Beispiel wie hier. Hier macht es Sinn abzugraden, aber nicht gerade im Gefecht. Wieder ein Orbitallaser. Den werde ich aber nicht einsetzen. Nicht jetzt in dieser Situation. Reicht eigentlich. Denke ich. Ja. So, jetzt würde ich aber verkaufen. Komm. Dann wollen wir mal hier machen wir mal so einen Kommandoturm hin wegen den Ressourcen. Und komm. Bitte, ich dachte, jetzt geht hier schon die Tür auf. Meine Tochter kommt rein. Gerade zur Anwandlung, dass die nachts aufsteht, einfach und drin kommt die Tür. Richtig geile Aktion. Steht mitten im Raum, ey. Kann ich schlafen? Sagt sie dann einfach. Und da ich ja immer hier abends aufnehme, krieg ich natürlich das jetzt nicht. So, jetzt wieder konzentriert, ne? Manchmal läuft das richtig gut, so wie jetzt. Manchmal läuft das total scheiße. Ich weiß auch nicht, was das für ein Phänomen ist. Entweder habe ich jetzt durch Glück die richtige Taktik gewählt. Ich denke, ja, geht auf. Macht zumindest so den Eindruck, oder? Obwohl jetzt hier die Kerne schon wieder weg sind. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Hier gibt es jetzt richtig auf die Mütze. Das ist jetzt mein Hotspot. Der Bereich, der hier oben, der spielt schon gar keine Rolle mehr.
da niedergemetzelt werden. Ja, das kann man sagen. Boom! Boah, ja, Alter. 45% mehr Ressourcen. Wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Der Kommandoturm lohnt sich, definitiv. Der bringt schön Kohle. Aber meine Geschütztürme dürfen nicht fehlen. Spaß an der Freude, Jamie. Ja. Ich würde jetzt sagen, das haben wir geschafft. Auf Aurora. Ach du Scheiße, was ist denn das, Alter? Heftig viele. Sieht jetzt schon. Achten Sie auf unsere Energie. Sie geht bald aus. Ist nicht so schlimm. Noch einfach mal alle drei abgegradet. Man darf auch nicht denken, ich mache hier Spul vor, bis so ein Turm abgegradet ist. Das dauert ca. 10 Sekunden. Ich habe nämlich das mal gezählt. So, jetzt kommt die letzte Welle. Ja, was soll ich machen? Das ist alles schon auf Rot. Kann ich nichts mehr machen. Komm, den Laser gibt es jetzt nochmal zur Belohnung. Boah, ich könnte ja jetzt einfach hier reinhalten, ne? Ja, einfach so frontal. Und... hat schon 50% der Meute getötet, wa? Ausgeräuchert. Ey, alle... ich habe sie fast alle weggenutzt. Habt ihr gesehen? Geil. Die letzte Welle. Ich, das ist ja so richtig streberhaft hier. Dann gibt es hier nochmal, sagen wir mal... jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt waren wir zu übermütig. Kohle einfach ausgegeben. Noch mal ein bisschen was aus der Luft. Wird ein bisschen befeuert. Da wandern die Kerne zurück. Wie viel haben wir? Wie sind das insgesamt? Das sind ja fast alle Kerne, die wir bis jetzt haben. Okay. Kein Ding. Kommt her. Ich habe so oder so schon schlechte Laune. Nein, Spaß. Alles super. Ich gucke bloß gerade, was ist denn da jetzt die letzte Welle? Oh, jetzt kommen die ganz schnell. Diese Racer. Super. Level 16. Jetzt kommen nochmal zwei Turtles oder was? Und das war's, oder? Die zwei Turtles, die schaffen wir aber auch noch. Na komm. Boom, weg. Guck mal, der hat den von hinten gerammt gerade. Boom. Sie haben es geschafft. Das dürfte ein schwerer Schlag für Sie sein. Also das war jetzt so, sag ich mal, die Rache für die letzten beiden Level, würde ich schon sagen. Stadt vernichtet hätten, wenn ich Sie genauso im Stich gelassen hätte, wie meine Familie. Das wird Sie eine Weile aufhalten. Okay. Das war doch mal richtig krass, Alter. Zur Abwechslung, oder? Also, ich habe jetzt gedacht, jetzt wird's schwerer. Aber wahrscheinlich habe ich auch nur einfach Glück gehabt. Ich würde jetzt sagen, an der Stelle, wir machen einfach weiter mit Level 17. Es läuft ganz gut. Gerade eben haben wir gesehen, ich konnte das doch recht ganz gut lösen. Ich glaube aber, dass ein bisschen Glück bei war, gerade bei der Aktion. So, jetzt machen wir weiter mit Level 17. Gegenwehr. Was haben wir wieder für Informationen? Das Energiezentrum des gesamten Verteidigungssystems des Planeten wurde vor langer Zeit versteckt. Wenn Sie die Kontrolle darüber erlangen, können wir einen Gegenangriff einleiten. Das machen wir auch. Rein. Neustart. Also, in dieser Basis befindet sich das sekundäre Notsystem, in dem wir die Kontrolle über die verlorenen Basen erlangen können. So. Ich fürchte, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Verschaffen wir uns einen Vorteil über die Teufel. So, ich gebe zu, ich musste nochmal die Aufnahme abbrechen. Ich konnte schon kurz vorher mir die Karte ausführlich anschauen.
und bin zu folgendem Entschluss gekommen. Ich habe ja im letzten Level gemerkt, dass es hier jetzt, dass die jetzt hier sogar mit Ebenen arbeiten. Also quasi, wir haben drei Ebenen. Einmal hier unten die Ebene mit den Kernen, dann die mittlere Ebene und die obere Ebene. Und was ich auch festgestellt habe, ich kann die quasi im Kreis laufen lassen. Also ich habe mir jetzt überlegt, also erstmal klar, die kommen von dir hier. Ich muss den, hier muss ich den Weg absperren. Also das heißt, hier in dem Fall muss ich sie, ich habe mir überlegt, also ich werde sie hier hochgehen lassen, hier rum, hier runter, da runter und hier kommen sie wieder hoch. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, oder? Ich baue einfach mal auf, einfach mal zugucken. Also ich muss jetzt gucken. Ich habe ja 1000. Schützturm. 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 Ja, so. Und ich muss, wenn sie von, ich mach mal hier. Nee. Warte mal, das ist ja jetzt ganz schön knifflig. Fast schon zu einfach, oder? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Hierhin? Ne, wir gucken mal. Ich weiß nicht, also. Ach, das ist ja eklig. Nee, fuck, ist das hier. Siehst du, da ist gerade das passiert, was ich meinte. Ich muss den versuchen, die Wege abzuschneiden. Das war gerade ein richtig schönes Beispiel dafür. So, und jetzt kommen die natürlich hier. Das ist dann natürlich auch doof gelaufen. Ah. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen wir sie ausschalten. Also das heißt, ich muss hier auch einen hinsetzen. Bumm. Dann kommen also die von hier, müssen hier lang laufen. Müssen den langen Weg gehen. Ja, das ist ja beschissen gerade gewesen. Aber na okay. Wenn wir uns mal nicht gleich demoralisieren lassen davon. Wir sind ja noch nicht am Ende. Ist noch was drin in meiner Dose hier? Nee. Ist ja noch. Ja, da kommen die nächsten. Die fällt mir ja jetzt gar nicht. Diese Mistkerle führen irgendetwas Großes im Schilde. Ja, die laufen was, aber hier das lang. Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls sollten wir nicht untätig abwarten. Gut, jetzt habe ich sie schon mal abgeschottet. Jetzt müssen sie hier langlaufen. Jetzt gehen sie durch meine Tunnelbasis. Ich muss ja auch verhindern, dass die auch hier oben lang gehen. Bauen wir doch hier oben auch gleich auf, oder? Lassen wir sie im Kreis laufen. Also kommt, die werden auch zurückkommen, denke ich mal. Mal sehen, ob das aufgeht, meine Kreislauftaktik. Genau. Geschützturm. Liegt das da? Also ich habe ja jetzt hier oben gut. Also die kommen dann hier rum. Laufen hier lang und kriegen hier noch einen auf die Mütze. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Wie, das ist ja... Ja doch. Alles nach Plan. Das muss ich mal ein bisschen upgraden. Achso, oh. Gibt's hier denn auch, Nee, gibt's zum Glück hier keiner. Krass, ey, ich habe... ein bisschen langsam... Ich muss die langsamer machen. Und temporal setze ich da hin? Der Geschützturm hat sie erledigt. Na dann. Schön upgraden. Verdammt, sie haben sich noch einen Kern geschnappt. Egal, keine Angst, ich hab nicht schon. Diese Dinger sind schnell. Nein! Bist. Geht hier lang. Drecksdinger.
nicht so gut. Aber drei... Nein, nein, nein. Bleib hier! Sau! Dreckschweine! Mist, ey. Achten Sie auf die Kerne. Wir dürfen nicht noch einen verlieren. Ja, ja, ja. Niemand hat gesagt, dass es nicht verteufelt schwer wird. Da habe ich auch gar nichts gesagt, Mann. Der für Sprüche kloppen kann. Macht sie fertig! Mist! Vielleicht sollten wir hier noch mal so ein Dings hinstellen, so einen Kommandoturm. Mist, aber wohin? Der Kern gehört wieder uns. Kommt her hier. Kommandoturm? Damit wir Punkte kriegen, ist das? Scheiße. Er kommt, ist geschenkt. Geh nach Hause, ist geschenkt. Upgraden? Ey, wirklich, das sind ja jetzt nur Geschütztürme, oder? Das ist ja wieder mal richtig peinlich eigentlich. Wollt ihr das schaffen? Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Aber was soll's? Was ist das hier für ein dickes Ding? Geh mal weg. Zumindest habe ich es geschafft, dass sie im Kreis laufen. Komm her, ich brauche 400, wir müssen upgraden. Na los. Ist ja auch ein Gewusel da unten, wa? Das ist noch nicht ganz vorbei. Noch nicht. Aber gleich. So, jetzt hier. Recyceln. Wiederverwenden. Auf. Nee, upgraden. Recyceln, das wird ja nicht. Uns geht die Energie aus. Temporal? Scheiße. Zu wenig Points. Ich habe zu wenig Punkte. So, komm. Machen wir hier keinen Mist. Das Geschütz hat nicht mehr viel übrig gelassen. Oh, guckt aber mal hier. Die ganzen Kerne funkeln. Ist ja wie Weihnachten. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ach, was habe ich dich gern. Super. Zurück zur Action. Was haben wir hier? Turtle 2.0. Boah. Das ist ja geil. Also wenn der Turtle sich auflöst. So, egal. Dann halt den Kommandoturm upgraden. Hier auch den Temporal upgraden. Auch upgraden. Das ist jetzt richtig die Original, die richtige Zeit zum Upgraden, Leute. Mann. Feuer. Let's hier upgraden. Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Wir schaffen das. Also ich werde mich jetzt auf primär auf diesen Bereich konzentrieren. Das ist mein so. Dieser, Mann, jetzt fällt mir nicht ein. Das, ja genau, das ist mein Hotspot. Also mein Hotspot ist immer der Bereich, wo ich mich konzentriere, worauf ich mich konzentriere. Mann, ey. Ist schon spät, Leute. Man merkt es. Und komm, kann ich den upgraden? Jetzt gibt es 45% auf die Ressourcen. Ich kann die auch upgraden. Super. Ich bin begeistert. Die Aliens werden wieder mal gegrillt. Und ich freue mich. Die Großen sind schwer kaputt zu kriegen. Jetzt haben wir schon Angriffswelle 18. Hier setzen wir auch mal upgraden auf Rot. Ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr machen. Erledigen Sie die Mistkerle. Das war's eigentlich, wa? Ging ja auch so geil ab diesmal. Naja, was soll's.
So, jetzt haben wir noch 5 Angriffswellen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Auch ihr Tarnfutzis, ihr habt keine Chance. Nee, wollen wir mal nicht machen. Wollen wir nicht. Dann setzen wir mal hier gleich auch, würde ich sagen, hier machen wir mal Manoturm. Und den upgraden wir auch gleich. Weil wir wollen ja das Maximale rausholen an Punkte. Hey, upgraden. Den machen wir auch mal gleich auf Rot. Schalten Sie die Seeker aus, bevor Sie Verstärkung rufen können. Ist egal. Sollen Sie doch holen, die Verstärkung haben eh keine Kraft. Sind eh schwache Schweine. Was war hier jetzt? Ist doch strategisch ganz gut gemacht, oder? Es kann jederzeit losgehen. Da laufen sie den längsten Weg. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich denen jetzt noch irgendwie eine mitgeben? Da kommt ja jetzt bestimmt noch eine ganz starke Welle, oder? Reicht wirklich für die, wa? So. Da kommen sie. Das Doofe ist, dass die nicht alle auf einer Stelle laufen. Das ist doof. Am geilsten wäre, wenn sie alle auf einer Stelle laufen. Dann könnten wir sie nämlich schön alle gleichzeitig grillen. Also. Wenn die das alle schaffen, runterzukommen, dann hau ich den Laser raus. Schaff die gar nicht. Da kommt noch mal. Guck mal, die kommen gar nicht ansatzweise in die Nähe. So, jetzt wird es spannend. Nee, wird eigentlich nicht spannend. Guter Treffer. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Aber richtig. Aber hallo. Na los. Da gibt's Grillhühnchen. Kommandozentrum direkt auf einer alten Basis errichtet. Bam, Alter. Wo wir über das sekundäre Notsystem verfügen, können wir sie angreifen. Wir können die angreifen. Na dann. Let's go. Das wird sie eine Weile aufhalten. Ja, das war richtig schön geil diesmal. Ganz merkwürdig, das ging mir diesmal wirklich von der Hand. Was soll's. Dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter mit Level 17 und 18. Und das war's an der Stelle. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.